Ich zeige euch heute diesen Ultraschallreiniger. Es gibt ein 50 cm langes USB-Kabel mit so einem Anschluss hier, Behälter für Kontaktlinsen und der Ultraschallreiniger selber. Der Schutzdeckel, Saugnäpfe und einen integrierten Akku. Insgesamt muss ich sagen, macht der Ultraschallreiniger nicht ganz so einen wertigen Eindruck. Also das Material fühlt sich nicht super an. Saugnäpfe sind nicht ganz so praktisch, aber das zeige ich euch gleich. So funktioniert die Reinigung. Ich zeige das mal mit einer Brille. Wasser hinzugeben. Einen Tropfen Spülmittel. Einfach hier auf den Knopf drücken und los geht's. Ein Reinigungsvorgang dauert etwa 10 Minuten und wir können das Ganze auch ohne diesen Deckel machen. Da ist deutlich zu sehen, wie der Reinigungsvorgang vor sich geht. So, wir sind jetzt fertig. Ausgeschaltet wird hier. So, die Brille kann ich jetzt einfach rausnehmen. Und jetzt kommen wir zum Problem der Saugnäpfe. Die halten natürlich bombenfest an meiner Küchenarbeitsplatte und wenn ich den mit Wasser befüllten Ultraschallreiniger jetzt abziehen möchte, verschütte ich jede Menge Wasser. So, und jetzt muss ich das Ding aber irgendwie abbekommen. Ein Negativpunkt. Der zweite, dass kein Netzteil mitgeliefert wird und die anfangs erwähnte Verarbeitungsqualität oder Materialanmutung. Fazit: Die Reinigungsleistung ist okay, dennoch möchte ich dieses Produkt nur bedingt weiterempfehlen.